Moin Leute, weiter geht die Rutsche mit Mein bestes Stück. Heute nehmen wir uns mal den 68er Charger vor. Eines der geilsten Muscle Cars, die du haben kannst und auch einer der seltensten mit. Ganz, ganz wenig nur noch am Markt, nichts Vernünftiges da. Schauen wir uns mal an, wo er seine Schwachpunkte hat. So, dann schauen wir mal als erstes das Herzstück, den Motor. Einmal die Haube auf. Charger gab es auch von rein 6 Zylinder bis 440 respektive 426, wobei der 440 der größte ist. Hier haben wir jetzt ein 440er Hypo drin verbaut. Wichtig ist natürlich auch bei dem Motor, schaut auf Leckagen, Öldeckel. Einmal aufmachen, Öldipstick ziehen, gucken, ist da keine komische braun-weiß-cremige Masse drin. Das sind wichtige Geschichten, auch in den Kühler einmal reinschauen. Das machen wir jetzt nicht, weil der ist jetzt gerade hier heiß. Habe gerade heiß gefahren, das wollen wir jetzt nicht. Aber wichtig ist trotzdem auch einmal in den Kühler zu schauen. Kein Schlamm, sauberes Wasser, sauberer Frostschutz oder sowas sollte sich da drin aufhalten, auf jeden Fall keine cremige Masse. Der Motor kann auf jeden Fall was. Hier haben wir jetzt einen 440er Hypo drin mit 375 PS mal zur Welt gekommen. Hier haben wir jetzt noch eine leichte Nocke, am Krümmer was gemacht, Vergaser und so weiter. Ich denke mal, hier sollten wir bummelig bei 400 PS ungefähr landen. Es macht schon Spaß, es qualmt an den Hinterrädern, wenn man reinranzt. Es ist schon ein echtes Muscle Car. Natürlich bringt der Charger gerade mit dem 440er oder mit dem 426er Hemi drin, alles so um 400 PS dann hinterher, macht das natürlich schon den Arsch voll Laune, wenn du da reinrannst und hinter dir, ich sag mal, eine riesige blaue Wolke ist und die anderen könnte ich gar nicht mehr sehen, wenn du davon gerauscht bist, macht das natürlich Spaß, auch wenn es dann im Gesicht drückt, die Mundwinkel von ganz alleine nach hinten marschieren, durch den Druck schon und die Freude, die du dabei entwickeln kannst, ist das natürlich ein Höllenspaß. So, wir sind wieder mal auf Probefahrt. Was sollen wir auf Probefahrt machen? Geräusche, Armaturen checken, läuft alles, funktioniert alles. Ist die Temperatur in Ordnung? Ja, die Temperatur ist in Ordnung. Ein ganz wichtiger Aspekt, Temperatur und Spritanzeige, die sollte funktionieren. Wobei immer der 5 Liter Kanister im Kofferraum, der kann dich immer gerne mal retten. Wenn deine Benzinuhr dich ein bisschen bescheißt, was bei den Alten gerne mal passieren kann. So, funktioniert alles, gehen unsere Wischer, werden wir jetzt nicht probieren, weil es regnet nicht und dann ist das scheiße, wenn wir jetzt mit den Nassen nicht nass auf die Scheibe, aber ausprobiert sollte es sein. Im Notfall die Ärmchen ein bisschen hochgehoben im Stand und dann probieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, der Charger ist ein echtes Jungsauto. Hinten aus mächtig viel Dampf. Der Charger gehört mit zu den seltensten Muscle Cars. Sie sind damals schon nicht in so hohen Stückzahlen gebaut wie zum Beispiel der Mustang. Preisentwicklung ist ziemlich gruselig beim Charger. Also ich würde sagen, im Moment gibt es nichts unter 60, was einen sehr guten Zustand hat. Da gab es mal eine Explosion und dann sind die Dinger wirklich linear nach oben geschossen. Sie sind nie in großen Stückzahlen gebaut worden. Dann müssen wir bedenken, damals konnten 16-, 17-Jährige sich ein knapp 400 PS Auto kaufen. Und wir wissen, wie viele von unseren Kadett GTEs, Manta GTE und so weiter an irgendwelchen Bäumen als Totalschaden einfach dann
entsorgt worden sind. Und so ist es drüben natürlich auch passiert. Die Youngster haben die Dinger um die Bäume gehängt, im Arsch weg. Von den paar Tausend, die produziert worden sind in 68, lasst da vielleicht noch mal die Hälfte von nicht an irgendwelchen Bäumen gestorben sein. So, dann ist es klar, das ist schon fast wie Goldstaub. Überhaupt im Moment in Charger, auch in restaurationswürdigen, halbwegs vernünftigen Preisranges um die 20 vielleicht zu finden, ist schon echt eine Aufgabe. Da ist schon nichts mehr so richtig zu finden. Es geht beim Charger auf jeden Fall straight nach oben, was die Preise angeht. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Kühlersupport hier noch die kleinen Nummern findet, dann heißt das so viel wie, das ist von Herrn Dodge persönlich noch dort eingeschweißt worden. Das ist also, dieser scheint niemals einen Frontschaden gehabt zu haben. Alles originales Herr Dodge Blech. Schön ist es natürlich, wenn ihr noch das Original Dataplate finden könnt, was eigentlich hier verschraubt ist. Dann könnt ihr da auch besser auslesen, wie er mal auf die Welt gekommen ist. Den Motorcode selber, den finden wir auf jeden Fall in der Fahrgestellnummer. Sprich, hier haben wir einmal die Fahrgestellnummer. Auch dieses Plate sollte sich dort befinden. Das sollte also nicht weg sein, weil das ist eure Fahrgestellnummer. So, ihr habt nun meine Fahrgestellnummer gesehen. Wenn ihr euch mal einen Spaß machen wollt, dann könnt ihr mal WIN-Decoder 1968er Dodge Charger anwerfen, decodet meine WIN-Nummer, dann werdet ihr rausbekommen, dass meiner mal als 383er schon mit einem Big Block auf die Welt gekommen ist, aber nicht mit dem 440er, den wir jetzt verbaut haben. So, mit dem Motor sind wir jetzt, Motorraumbereich sind wir jetzt soweit durch. Wie gesagt, schauen, keine Leckagen, Öl in Ordnung, Wasser in Ordnung, wichtige Geschichte. Im Innenraum dann auf jeden Fall auch schauen, dass alle Armaturen funktionieren, dass sie zitterfrei funktionieren. Auf jeden Fall die A-Säule beobachten, ob da alles in Ordnung ist. Und auch am Armaturenbrett schauen, dass da kein Wasser gestanden hat. Das wäre das soweit mit dem Innenraum. Selbstverständlich schauen, dass alles soweit in ordentlichem Zustand ist. Aber auch das ist immer abhängig vom Preis des Fahrzeuges, was ihr euch anschaut. So, die nächste Schwachstelle. Speziell Charger, würde ich sagen, ist der Bereich hinteres Blech, hintere Scheibe. Dort rosten sie gerne mal. Da haben wir selbst meinen hier schweißen müssen. Da könnt ihr dann gerne auch ein bisschen mit Magneten checken, ob da irgendwas drin ist. Hier ist auf jeden Fall Spachtel drin, das weiß ich, weil wir auch diese Ecken repariert haben und dann nachgespachtelt haben vor Lackieren. Wie gesagt, das sind so die neuralgischen Ecken. Jetzt geht es mal weiter zum Kofferraum. Da kann man echt froh sein, wenn der überhaupt noch da ist. Wo ich meinen mal bekommen habe vor 11 Jahren, war freie Sicht bis zum Tankgeber. So, wir machen mal auf. Das sieht natürlich wunderbar aus. Da liegt eine schöne, saubere Matte drin. Das heißt natürlich, die Matte hochnehmen, beiseite nehmen und schauen, wie sieht der Kofferraumboden aus. Meiner ist ein brandneuer Kofferraumboden. Und diesen Kofferraumboden einzuschweißen, ist auch eine Scheißarbeit. Natürlich immer darauf achten, dass du einen guten Body hast, wo es dann eventuell auch Spaß macht, was anderes zu reparieren. Aber musst du erstmal 2 Jahre schweißen, damit du den Body erstmal so weit hast, dann ist die Sache natürlich schon ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Wobei, was Ersatzteilversorgung und Blechversorgung angeht, wirklich sehr gut ist. Es gibt so ziemlich alles, Reparaturbleche, neue Seitenteile, Schweller, Floors, Bodengruppen und so weiter kannst du alles in neu bestellen, kaufen. Aber das macht natürlich keinen Spaß, wenn du dann erstmal 2 Jahre schweißen musst, damit du erstmal ein Body hast, wo du mit vernünftiger Technik weitermachen kannst. Immer die Kofferraumgummis, die dann nicht richtig dicht gehalten haben. Und das passiert selbst bei California-Autos sehr, sehr gerne, dass die auch rosten, da unsere Fahrzeuge rosten von unten, also von außen nach innen. Und in Kalifornien kann es dir eben passieren, dass die Scheiße von innen nach außen wegrostet. Steht das Wasser lange genug im Kofferraum und hat Zeit, da ordentlich einzuwirken, fängt es dort auch an zu rosten. Ich habe schon etliche California-Autos aussortiert wegen Rostschäden. So, hier haben wir natürlich einen wunderbar schön neu eingeschweißten Kofferraumboden. Da ist alles tippitoppi. Was wir natürlich auf gar keinen Fall vergessen dürfen, ist, nehmt euch eine Decke mit, legt euch unter das Auto, der Charger rostet auch gern in seinen Floors und das entdeckst du eigentlich nur, wenn du unter dem Auto liegst. Also Decke mit, Stück Pappe mit oder ihr schmeißt euch mit der Sonntagsklamotten in den Dreck. Besser noch, wie Scheiße zu kaufen, lieber ein schmutziges Hemd
als wie einen schlechten Charter. Wenn ihr euch gerade ein frisch restauriertes Auto kauft, schaut bitte auch hier hin. Das sollte alles abgewiesen sein. Ganz, ganz viel, gerade bei den Amis, wird einfach alles mit übergesprüht. Genau wie der Türkontaktschalter. Der hat nicht in Gold zu glänzen, sondern so wie er mal vom Hersteller gekommen ist, in Silber. So sollte es aussehen, dass die Sachen wirklich raus gewesen sind. Keine übergesprühten Gummis, keine übergesprühten Schrauben, sondern alles raus vor dem Lackieren. Dann hat jemand wirklich mit Liebe und sehr professionell gearbeitet. Ja, liebe Freunde, das war's mit der Kaufberatung für den Charter. Die Dinger sind teuer, sie sind selten. Schaut euch das bitte an, was wir auf YouTube gemacht haben. Wenn es euch gefällt, schreibt auch gern was in die Kommentare rein. Auch sollte ich was vergessen haben anzuschneiden, bitte gern in die Kommentare rein. Wir sind da sehr offen und freuen uns über weiteren Input. Dann ist da irgendwo so eine Glocke, wo ihr draufhauen müsst. Dann gibt es da das Like und wenn ihr dann noch abonniert, sind wir für ewig zusammen.